Nachdem das Intro absolut überzeugend war, habe ich ganz ehrlich gesagt Blut geleckt und ich freue mich bereits auf die richtigen Kampagnen und ich würde sagen, legen wir los mit der ersten Kampagne durch Morast und Blut. Der britische Panzer MK5 ist ein gepanzerter Bestie, die nur einem Zweck dient, dem Durchbrechen feindlicher Linien. Mein Großvater hatte im Bürgerkrieg gekämpft. Von ihm wusste ich, was ich tun musste, um zu überleben, aber auf das, was ich dann sah, hätte mich nichts vorbereiten können. Neue Kriegsmaschinen wie der Panzer konnten eine Schlacht über Nacht entscheiden. Zum Glück waren sie meistens auf unserer Seite. Meistens. Das heißt, wir werden sicherlich mit einem Panzer unterwegs sein. Hier auch schon die erste Aufgabe beschrieben. Durchbrich mit dem Mark V Panzer Black Bass die feindlichen Linien. Hier haben wir übrigens ein Bild eines solchen Panzers. Im Battlefield wird ja sehr großen Wert darauf gelegt, dass Waffen, Panzer, Flugzeuge und so weiter ziemlich originalgetreu nachgebildet werden. Das finde ich auch sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, Black Bass, wir kommen, wir legen los. Und los geht's. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Vögel mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, Edwards? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht? Fahren, ein Auto. Ich war Chauffeur. Halt, das ist weit genug. Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir. Meine Güte, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören, wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten. Also es geht darum, Geschütze ausschalten. Erst die Flieger, Infanterie, die laufen einfach los. Und nun sollen wir vorpreschen. Und los geht's. Wir wollen natürlich eine Presche schlagen, die Feldgeschütze auslöschen und da kommt auch schon die erste Infanterie-Artillerie. Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein. Vorwärts! Wir wollen hier alles einreißen. Wir stecken hier bereits zum ersten Mal ein wenig fest. Wir müssen das umfahren. Hier, wir wollen hier hoch zu A, um diese Stellung zu vernichten, damit unsere Infanterie weiter vorrücken kann. Das ist also unser Auftrag. Und da geben wir uns natürlich keine Blöße und geben uns das, geben unser Bestes. Hauen da mal eine Granate hoch. Und da vorne ist ein Feldgeschütz oder sowas, das müssen wir erledigen. Erwischt. Das erste ist somit Geschichte und da kann es weitergehen. Da links haben wir noch etwas. Hier ist noch ein Feldgeschütz. Oh, wo kommt das? Oh, jetzt sind wir Beschuss. Da, den müssen wir erlegen. Haben wir ja geschafft. Und dann vorrücken. Wo haben wir denn das MG? Wo ist das MG? Haben wir hier ein MG? Nein. Stellung halten, Gegner ausschalten. Da schalten wir um aufs MG. Hier muss eine Granate rein. Da haben wir noch einen Gegner. Da vorne. Oh, sie kommen wieder aus allen Ecken und Enden. Hier nach vorne drehen. Jawohl, haben wir erwischt. Da vorne kommen sie. Oh, da kommen wirklich wieder enorm viele. Die Jungs rücken vor. Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Natürlich lassen wir sie nicht zur Ruhe kommen. Wir halten voll drauf. Wir müssen hier diese Flagge einnehmen. Sehr gut. Halten und weiter unter Druck setzen. Die Deutschen ziehen sich also zurück. Wir müssen halten, die Position noch halten, bis wir da eingenommen haben, nehme ich an. Jawohl. Und weiter geht's. Oh, oh, oh. Jetzt nehmen wir den nächsten Graben ein. Vorne haben wir B, das wir jetzt einnehmen müssen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn wir da frontal drauf losfahren. Da müssen wir das Feldgeschütz wieder ausschalten. Jawohl, erwischt. Da haben wir doch noch ein MG. Jawohl, da vorne, das MG, das müssen wir wegschießen.
erwischt. Können wir das zerstören? Ziel zerstört! Da rechts haben wir noch etwas, das auf uns schießt. Da haben wir noch einen Gegner. Erwischt. Oh, da ist noch ein Feld geschützt. Das muss ausgeschaltet werden. Jawohl, erwischt. Das MG hier. Das haben unsere Freunde bereits weggeschossen. Und ich würde sagen, vorwärts preschen. Da ist noch ein Gegner. Den müssen wir über den Hafen schießen. Wurde erledigt. Die Infanterie tut natürlich auch ihren Zweck. Die arbeiten hier souverän mit. Aber hier direkt in die Graben schießen. Wir müssen hier wieder B einnehmen. Oh, hier kommt er, hier kommt er. Und erwischt, jawohl. Da von vorne haben wir noch Gegenwehr. Erwischt, jawohl. Hier, wir hauen einfach alles raus, was wir hier haben. Da unten kommen sie auch schon wieder angerannt. Den haben wir erwischt. Da schießt wieder etwas Größeres auf uns. Da hinten. Und wieder ein Vorrücken. Oh, die sind einfach überall wirklich da. Feld geschützt, den müssen wir ausschalten. Jawohl, geschafft. Da haben wir noch eins. Nein, das war schon kaputt. Würden wir sagen, Vorwärtsmarsch. Weiter geht's. Was ist das da? Oh, da kommt noch einer. Oh, weggesprengt. Ist das da ein MG? Oh, Feldgeschütz. Haben wir erwischt. Nur angeschossen, nicht erledigt. Müssen wir nochmal reinhalten. Nein, das ist hinüber. Haben wir. Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Hier noch Feldgeschütz. Wo hat es nochmal ein Feldgeschütz? Hier haben wir noch einen Gegner. Einfach sauber draufhalten, Jungs. Sauber draufhalten. Alles wegmähen, was weggehen muss. Es wird einfacher für unsere Infanterie. Da haben wir noch ein Feldgeschütz oder sowas. Sauber reingehalten. Jawohl, jawohl. Es läuft, Jungs. Meine Herren, es läuft. Da haben wir noch ein MG weggeblasen. Da müssen wir Stellung wieder halten, um die Flagge einzunehmen. Und er hat es wieder massenweise Gegner, gegnerische Infanterie. Die müssen. Oh, da haben wir noch ein Feldgeschütz. Ausgeschaltet, jawohl. Sie kommen da einfach von überall her. Das ist schon. Oh, es ist schon gewaltig hier. Da vorne werden wir noch beschossen. Oh, da ist der Feldgeschütz. Da müssen wir draufhalten. Los, 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 los. Die Kanone musste nachladen, aber wir haben ihn erwischt. Wir können uns reparieren. Mit X. Oh, natürlich direkt unter Beschuss. Das Feldgeschütz hier, das muss weg. Jawohl, gut erwischt. Und jetzt. Oh, da kommt ein feindlicher Panzer. Erstmal kurz reparieren. Jawohl. Und jetzt sauber draufhalten, Jungs. Und da zurückziehen. Oh, der macht uns platt hier. Was soll das? Sauber draufhalten. Was ist denn los? Wir haben ihn erwischt, aber. Komm, 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 komm. Wir haben den außer Gefecht gesetzt, glaube ich, und 50% unserer Deckung müssen wir unbedingt zurückziehen. Was zum Henker machst du? Wir müssen weiterkämpfen. Ah, schön ausgeschaltet. Und sofort die Infanterie über den Weg holzen hier. Wir müssen uns erstmal kurz reparieren, auch wenn wir hier vorwärts fahren sollten. Wir können nicht mehr, wir müssen reparieren. Wir müssen also raus, um reparieren zu können. Das eine gute Idee ist. Ja, Edwards. Edwards? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja. Und da hat es auch schon unseren Freund erwischt. Was können wir nur tun? Oh, Finch hat's definitiv erwischt. Wir müssen den Panzer reparieren. Na los, vorwärts. Nicht daran denken, was mit Finch los war. Den Panzer reparieren und dann geht es weiter. Und wir müssen so schnell wie möglich wieder reingehen. Leider hat es Finch erwischt. Wir müssen ihn zurücklassen. Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorffahrer. Dort sitzt ihre Artillerie.
Wir müssen also die Artillerie jetzt ausschalten. Da haben wir aber noch überall Gegner, die wir ausschalten müssen auf dem Weg. Natürlich wieder im Feld geschützt. Da müssen wir wegblasen. Oh, wir sind schon wieder arg unter Beschuss. Hier, das haben wir erwischt. Da vorne hat es noch einen Gegner. Gegnerische Infanterie. Oh, da hat es nochmals im Feld geschützt. Haben wir auch erwischt. Und jetzt Infanterie umholzen und weiter geht's. Da drüben haben wir noch ein Feldgeschütz. Wo steht es denn? Hier. Jawohl, erwischt. Und die Infanterie immer wieder über den Hafen. Da haben wir noch ein Feldgeschütz direkt vor uns und... Ah, erwischt. Achtet auf das Geschütz! So, alles ausschalten hier. Feldgeschütz, los, los! Da haben wir wieder Feldgeschütze. Jawohl, ausgeschaltet. Oh, und Infanterie. Ah, oh, Infanterie, die kann uns nicht groß etwas anhaben. Und links noch eine. Was, das hat es nicht erwischt. Wir müssen uns ein bisschen zurückziehen. Da haben wir noch ein Feldgeschütz. Das müssen wir ausschalten, jawohl. Hier den mal über den Haufen. Hier, da kommen sie wirklich aus allen Löchern. Die Infanterie, die müssen wir natürlich auch ausschalten. Da haben wir noch einmal das im Feldgeschütz. Und erwischt, jawohl. Das müssen wir aber ausschalten, komplett ausschalten, jawohl. Hier die Infanterie, die kann uns nicht groß etwas anhaben. Aber wir können natürlich unseren... Oh, wie fahre ich denn hier? Wir können natürlich unsere Freunde unterstützen. Und hier oben die Artillerie. Die müssen wir... Können wir die erlegen? Nein. Wir haben noch irgendwo... Jawohl, Artillerie erledigt. Da haben wir nochmals einen Feind. Wir haben da noch irgendwo einen... Ich hau hier mal das ganze Haus über den Haufen. Irgendwo soll es noch ein Feldgeschütz haben. Erstmal reparieren hier. Da vorne ist die nächste Artillerie. Da müssen wir natürlich dann so schnell wie möglich wieder vorrücken. Aber zuerst mal reparieren, damit wir wieder mit voller Kraft und Energie ins Geschehen eingreifen können. Hier haben wir wieder Infanterie. Da ist das Feld geschützt. Das müssen wir ausschalten. Jawohl. Ausgeschaltet. Und wieder überall Infanterie. Wo haben wir denn nochmal ein Geschütz? Hier ist wieder Artillerie, das wir zerstören können. Hier ist das Feld geschützt. Das müssen wir erledigen. Jawohl. Hier die Infanterie noch. Ausschalten. Natürlich die Infanterie hier an der Artillerie. Die muss ausgeschaltet werden. Hier haben wir kleine Panzer. Den haben wir erwischt. Den müssen wir erledigen. Oh, ein Ablenker. In die auf die Ketten schießen natürlich. Oh, wir sind hier ziemlich unter Beschuss. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Hier die Infanterie. Das müssen wir jetzt alles umholzen hier. Wir sind an vorderster Front natürlich. Hier wegsprengen und über den Hafen schießen. Da gehen sie in Deckung. Da kommen sie wirklich eher aus dem Gebäude raus. Überall sind, haben wir Infanterie, das gegnerische Infanterie. Wir schießen hier nochmals rein in die Artilleriegeschütze. Und die haben wir zerstört. Boah, das geht ziemlich ab hier. Hier drüben haben wir noch Artillerie. Auch zerstört. Und damit haben wir das neue Einsatzziel erhalten. Wir müssen weiter vorrücken und Big Willys Hof einnehmen. Will ich wissen, warum Big Willys Hof? Ich bin mir nicht ganz sicher. Haben wir hier nochmal Feldgeschütze? Hier vorne wieder Artillerie ohne ein Feldgeschütz. Das müssen wir natürlich erledigen. Erwischt, jawohl. Eins weniger. Da vorne kommen sie schon wieder. Sauber draufhalten, den haben wir erwischt, jawohl. Je mehr Infanterie wir hier über den Weg holzen, desto einfacher wird es für unsere eigene Infanterie natürlich. Denn im Panzer drin, da sind wir schon nicht ganz so anfällig, das ist klar. Versuchen jetzt hier sich zurückzuziehen und da haben wir wieder ein Feldgeschütz. Nicht erwischt. Etwas in Deckung gehen und jawohl. Leider muss die Kanone etwas nachladen jeweils. Deshalb können wir nicht
unmittelbar hintereinander schießen. Oh, und da kommen wirklich wieder sehr viele Feinde. Hier in den Hütten drin. Sauber erwischt, jawohl. Da vorne noch. Wir müssen uns diese Flagge wieder erholen. Etwas in Deckung bleiben natürlich. Boah, das ist wirklich eine enorme Schlacht hier. Den haben wir erwischt. Hier, den müssen wir wegnehmen. Hier, wir müssen da oben das Feldgeschütz ausschalten. Das haben wir erwischt, jawohl. Da drüben haben wir noch zwei Gegner. Erledigt. Da oben schießt es noch irgendwo her. Da haben wir noch ein Feldgeschütz. Ausschalten, jawohl. Haben wir erledigt. Na los, vorwärts. Wir müssen weiter erstmal noch reparieren, eventuell. Dafür dürfen wir aber nicht getroffen werden. Ich hoffe natürlich, dass die Artillerie uns jetzt nicht gleich über den Haufen schießt. Die Artillerie, die müssen wir sofort ausschalten. Da oben haben wir noch einen Gegner. Jawohl, erwischt. Da im Bunker drin, da müssen wir reinhalten. Mal sehen, was wir da mit dem Panzer ausrichten können. Und jawohl, Treffer. Wir sind hier langsam und ein leichtes Ziel, Fahrer. Das ist mir klar. Wir müssen hier den Berg hoch, um dann anschließend die Artillerie wegzuschießen. Hier kommen auch wieder Gegner angerannt. Feldgeschütz, los, los! Hier, das müssen wir ausschalten. Jawohl, erledigt. So läuft das heute. Und rein da, mitten rein ins Getümmel. Alles über den Haufen schießen, was wir können. Jawohl, erwischt. Da in den Bunker rein. Oh, ein Panzer voraus. Den haben wir erwischt. Nochmal. Komm. Na los. Oh, zu tief. Viel zu tief. Den müssen wir weghauen. Bevor unsere Artillerie da reingeht. Komm schon. Jawohl, erwischt. Oh, wie viel der aushält. Komm schon. Jawohl. Den haben wir erwischt. Da vorne das Geschütz. Ausgeschaltet. Den Bunker. Sauber draufhalten. Jawohl. Wir sind wieder unter Beschuss. Woher denn? Oh ja, von links. Da haben wir noch mal Feldgeschütze. Das eine ist erledigt. Das dritte noch. Da hinten. Jawohl. War das die Artillerie von vorne oder? Wir müssen uns einfach. Wir müssen vorwärts gehen. Es gibt kein Zurück. Wir müssen darüber. Was war das? Oh, das ist noch ein Feldgeschütz. Ausgeschaltet. Auf der Brücke wieder Infanterie. Erledigen das Ganze. Jawohl. Und vorwärts Marsch. Mit dem Panzer. Da müssen wir einfach. Oh, da haben wir noch ein Geschütz. Haben wir erwischt. Jawohl. Wir müssen einfach mit dem Panzer vorpreschen. Für unsere Infanterie Freiraum schaffen. Und da gehen wir einfach mitten rein. Die können uns nichts anhaben. Alles schön wegbatzen. Jawohl. Und da haben wir wieder Artillerie. Im Schlamm sind wir natürlich etwas langsamer. Jetzt hoffentlich nur kein Feldgeschütz mehr. Das wäre sicherlich nicht gerade optimal im Moment. Ich versuche es. Wir müssen hier raus, klar. Alles noch über den Haufen schießen, wie immer. Oh ja. Oh, jetzt hänge ich mich fest hier. Weiter muss es gehen. Da rechts von uns sind sie. Die greifen uns an. Gegner.
die Taube natürlich nur einen Sinn, die Artillerie auf uns zu lenken. Lass die Taube frei! Das ist ein Befehl, Junge. Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Das wäre dann natürlich auch unser Todesurteil. Wir sind jetzt die Taube, alles klar. Wir müssen die Nachricht zurückbringen. Wie können wir denn fliegen? Hier, ja, okay. Okay, oh, 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 was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Okay, okay, okay. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da vorne ist das... Jawohl. Ich sehe jetzt gerade überhaupt nichts. Hier, jawohl. Oh, das ist echt mühsam, hier zu fliegen. Das ist nicht einfach. Komm, 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 komm. Was ist denn los? Nicht abstürzen hier. Zieh hoch, Mensch. Schau jetzt auf der Map, wo wir hin müssen. Hier müssen wir lang. Die Taube verselbstständigt sich hier. Also ich kann hier nicht groß etwas lenken. Das Auf-Ab habe ich überhaupt nicht selber im Griff. Ich fliege halt nur Richtung Markierung auf der Map und hoffe, dass wir da ans Ziel kommen. Brieftaube! Jawohl. Neue Befehle! Befehle vom Feldsir von Townsend. Das kann nur eines heißen. Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Was ist das? Artillerie!